Guten Morgen an euch alle. Ich habe etwas Respekt vor dem Tag und ich hoffe wirklich und ich bete zu Gott, dass es zum Segen ist für uns alle. Ihr seid alle so unterschiedlich, euch beschäftigen ganz unterschiedliche Fragen vielleicht. Oder ihr seid einfach nur gespannt. Und auf der einen Seite habe ich Freude an dem, was ich tue, sonst könnte ich das wahrscheinlich nicht machen. Aber ich habe auch gewaltigen Respekt davor. So, lasst uns wirklich auf den Herrn schauen und ich hoffe, dass der Dienst, der hier geschieht, genau das zum Ziel hat, dass der Herr Jesus uns größer wird. Ich möchte gerne noch zwei Folien von gestern fertigstellen und nochmal eintauchen in den Tag gestern. Es ging uns darum, dass wir über Gemeinde nachdenken wollen und dass wir uns klar gemacht haben, dass das Wichtige an einer Gemeinde Gott ist und nicht wir. Und das ist das, was mich wirklich sehr beseelt. Und deswegen habe ich auch mit Apostelgeschichte 2 angefangen und deutlich gemacht, dass Gott einen Konstrukt gegründet hat, dass er dazu eine göttliche Person auf die Erde schickt und dass es sein Ziel ist, wenn wir heute über Gemeinde nachdenken, dass Gemeinde ein Organismus ist, der durch göttliche Wirksamkeit durchdrungen ist. Jetzt klingt das also ein bisschen geschwollen, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich habe geschrieben, erstaunlich wenige organisatorische Festlegungen. Also stellt euch vor, ihr seid die Generation von Noah im Neuen Testament, ihr kommt auf eine Erde, es gibt keine Gemeinde, Gott drückt euch die Bibel in die Hand und er sagt, mach mal bitte Gemeinde. Und dann blättert ihr da durch und ihr lest einmal und zweimal das Neue Testament und was stellt ihr fest? Steht ziemlich wenig drin, ja? Also wir hätten uns gewünscht, dass wir irgendwo in dem Bibelbuch finden, welches Liederbuch sollen wir nehmen. Oder wir hätten uns gefreut, wenn wir rauskriegen würden, wie lange soll eine Predigt gehen? Wie soll ein Gottesdienst aufgebaut werden? Wie oft sollen wir uns überhaupt treffen? Wie feierlich müssen die Kirchen aussehen? Nichts. Du liest die Bibel durch, das muss doch einfach auffallen. Und Gott hätte doch das einfach alles in der Hand gehabt, uns vor so vielen Überlegungen zu bewahren, indem er einfach reinschreibt, pass auf, das Liederbuch, die göttlich inspirierte Anfangszeit ist immer sonntags 9:30 und die Stunden laufen so und so ab, immer mit Lied beginnen, mit Gebet abschließen und dann hätten wir gedacht, okay, wir haben so ein Buch, da gucken wir nach und so machen wir das. Aber genauso ist es nicht. Und warum ist es nicht so? Weil Gott uns aus einer gewissen Spannung nicht entlässt, wenn wir in die Gemeinde gehen. Und ich glaube, er liebt diese Spannung auch. Und ich werde noch in einem der nächsten Vorträge darauf eingehen, dass ich also ein ganz großer Gegner von Klerikalismus bin. Aber viele Gemeinden entwickeln sich genauso. Da vorne sitzen 4 Leute und die machen die ganze Show und dann hast du noch einen Verantwortlichen für die Technik und dann ist noch einer der Lobpreisleiter und was weiß ich nicht alles. Und hier hinten sitzt die ganze graue Masse und die wird die ganze Zeit berieselt. So sind wir das gewöhnt, so lieben wir das gerne. Wir müssen nichts machen. Du kannst auch mal später aufstehen. Du schlurfst dann noch 5:05 in die Gemeinde und sitzt dann da. Und dann sind da vorne ein paar, denen stehen die Schweißperlen auf der Stirn und die kämpfen sich die ganze Zeit für dich ab. Das hat doch nichts mit Gemeinde zu tun. Überhaupt nichts. Und deswegen entlässt uns Gott auch, wenn wir die Bibel lesen, in so eine Spannung, indem er sagt, ich werde euch das nicht sagen. Ich ärgere euch einfach mal ein bisschen. Ihr habt doch den Heiligen Geist empfangen, ja? Ihr habt doch einen Draht zu mir. Ihr seid Söhne Gottes. Und ein Kennzeichen, vielleicht können wir das mal zuerst lesen in Römer 8, ein Kennzeichen unseres Christseins ist, dass wir den Geist Gottes bekommen haben, dass wir nach Epheser 1 die Sohnschaft empfangen haben. Und dann sagt Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Römer 8, Vers 14. Das ist ein Markenzeichen. Ein Markenzeichen dafür, dass wir uns bekehrt haben, dass wir gläubig geworden sind und mit deiner Bekehrung, das habe ich gestern schon gesagt, bekommst du den Heiligen Geist. Und Gott sagt, das ist meine Autobahn, darauf fahren wir, darüber möchte ich mit euch kommunizieren. Und deswegen ist ja auch unser Leben so total ungeplant und spannend, oder? Ich meine, natürlich, Francesco weiß, dass er am Montag wieder arbeiten geht, ja? Dein Arbeitgeber rechnet damit. Aber stell dir vor,
du wärst so ein Typ wie ich. Nein, ich gehe auch arbeiten. Aber natürlich haben wir Phasen in unserem Leben, da stehen wir schon mal früh auf und wir fragen uns, was soll ich eigentlich machen? Oder du kommst von Arbeit und du denkst, okay, jetzt habe ich noch 4 Stunden Zeit, bis ich schlafen gehe. Was soll ich eigentlich machen? Herr, gibt es irgendjemand, den ich heute Abend besuchen sollte? Einfach mal diese Frage, wie soll ich eigentlich leben? Jeder von euch steht irgendwo an irgendwelchen Weichen. Und bei diesen Weichen, also angenommen, wir heiraten, wir haben eine Berufsentscheidung zu treffen, wir kriegen plötzlich ein Kind oder wir haben irgendwelche aufregenden Ereignisse in unserem Leben, dann fragen wir uns schon, Herr, wie soll das jetzt gehen? Was soll ich eigentlich machen? Also wir fragen nach Gottes Willen. Und jetzt sagt Gott in Bezug auf die Gemeinde, ihr seid doch alles Söhne Gottes, alle Schwestern, alle Brüder. Ihr kommt alle in die Gemeinde. Ich habe zu jedem von euch einen Draht. Und weil es so ist und weil ich gegenwärtig bin, kann ich mir das alles sparen, irgendwelche Regeln in der Bibel aufzuschreiben, wie jetzt der Gottesdienst ablaufen muss. Ich weiß, dass unterschiedliche Gemeinden unterschiedliche Regeln entwickelt haben. Und es gibt auch so Riten. Und auch bei mir in der Gemeinde laufen Gemeindestunden irgendwie ähnlich ab. Ja, wenn wir Predigt haben, dann singen wir ein Lied, dann sprechen wir ein Gebet, dann predigen wir und dann singen wir vielleicht 3 Lieder und dann kommen vielleicht 4 Gebete. Aber ich bin ja schon mal froh, dass die Anzahl der Gebete nicht vorgegeben ist, dass die Anzahl der Lieder nicht vorgegeben ist. Es ist noch nicht mal vorgegeben, wer predigt. Es ist nicht vorgegeben, wie viele predigen, sondern wir sind einfach alle vor Gott und wir hoffen, dass Gott, er macht schon das Richtige, nur wir sind manchmal so taub, dass wir nicht mitkriegen, wenn wir dran sind oder so. Das kann ja sein. Aber da merken wir, dass wir das nicht reglementieren müssen. Und stell dir vor, wir sitzen alle zusammen und plötzlich beginnen wir nicht mit Gebet, sondern mit einem Lied, sondern mit einem Gebet. Ist das die Katastrophe? Nein, das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass tatsächlich mal alle wach sind. Und das liebe ich. Und ich liebe es an Gott, dass er gesagt hat, wenn wir über Gemeinde nachdenken, ich mache euch nicht so viele Vorschriften. Es ist gut, wenn ihr zusammenkommt. Das ist gut. Wir haben vorhin gesehen, dass es so eine 4 Punkte gibt. Es ist gut, wenn ihr das Gedächtnismahl feiert. Es ist gut, wenn der Gottesdienst sich nicht so sehr um euch dreht, sondern wenn er sich um mich dreht. Das ist doch ein Knackpunkt. Also gehst du als Konsument in die Gemeinde oder gehst du als Bringer in die Gemeinde? Also wenn wir Gott anbeten, dann bringen wir ihm ja etwas. Das ist alles das, was für mich in dem ersten Punkt drin steckt. Besitzverhältnisse, es ist Gottes Haus, es ist nicht unser Haus. Ich finde es nicht zwingend notwendig, sich als Gemeinde zu organisieren und einen Verein zu gründen. Wenn du einen Verein gründest, diese ganzen Gedöns, das können Krücken sein, damit du ein Haus anmieten kannst. Aber bitte verwechselt niemals den Vorstand in einem Verein mit dem Vorstand in der Gemeinde, weil der Vorstand in der Gemeinde ist unsichtbar, das ist nämlich Gott. Und sofort merken wir, wie wir menschliche Strukturen in eine Gemeinde reinbringen wollen. Es geht nicht. Ich komme in eine christliche Gemeinde, die in Anführungsstrichen bibeltreu sein will. Und es ist Gottes Haus. Also ich komme zu ihm. Und wenn ich durch die Tür gehe, mache ich mir am besten klar, okay, nett, dass ich eingeladen bin. Ich bin ja hier Gast. Mein Schwiegervater, der hat immer so eine Floskel drauf, wenn wir Besuch haben. Dann sagt er oft mal, wir freuen uns, dass der Bruder heute in unserer Mitte war. Dann gehe ich immer zu ihm und sage, Vati, das ist falsch. Die Mitte ist besetzt. In der Mitte war der, natürlich, ich liebe meinen Schwiegervater, das ist eine wunderbare Persönlichkeit. Aber, und ich ärgere ihn auch gerne. Und er sagt, ja, Klaus, habe ich wieder vergessen. Und ich sage manchmal sowas auch, schön, dass der Bruder heute in unserer Mitte war. Das ist ein Unding. Also ich reite nicht auf irgendwelchen Sätzen rum jetzt, ja. Aber man muss ja manchmal auch mal nachdenken, was man sagt. Es ist gut, wenn du Sonntag nach Hause gehst aus der Gemeinde und du sagst, schön, dass der Herr heute in der Mitte war. Und wir sind ja in einer Gemeinde, sind alle Gemeindebesucher Randfiguren. Wir sind dazu verdammt, am Rand zu sitzen, weil die Mitte ist besetzt. Das ist die Frage der Besitzverhältnisse. Jetzt eine ganz ketzerische Frage. Nicht umsonst hat Wilfried zu sehr viel Toleranz aufgerufen. Ich dachte schon, wo er das so gesagt hat, was denkt er eigentlich von mir? Denkt er, ich bin so ein Zankapfel, der hier ständig nur Stress macht? Aber ich unterstelle es ihm mal positiv. Ich glaube, man könnte so eine Truppe vielleicht auch von euch sehr in Wallung bringen, wenn man die Frage stellt, was ist eigentlich das erste Ziel von Gemeinde? Ich würde denken, 80% sagen Mission. Ich gehöre zu den 20%, der sagt, nein, das ist nicht das erste Ziel.
Und das ist ja auch mal eine Frage, dass man sich fragt, was ist eigentlich der Sinn und der Zweck einer Gemeinde? Ich will das auch nicht gegeneinander ausspielen. Ich möchte euch nur mal zum Nachdenken anregen. Es kommt eine Gemeinde zusammen, Gott ist in der Mitte und Gott formuliert zum Beispiel in Johannes 4 seinen Wunsch, dass er Anbeter sucht. Nirgendwo in Deutschland wird Gott angebetet. Er wird verachtet, er wird verhöhnt. Und selbst, wo du schon mal Bayern als Ausland angesprochen hast, das hat mich sehr geschockt, als ich bei der Fußball-Europameisterschaft den Herrn Söder gesehen habe mit dem Armbändchen und den Farben der Querbewegung in das Stadion marschieren. Und ich habe mich gefragt, muss der Mann sich das antun? Warum verleugnet er sich so unglaublich? Wo er andererseits sagt, er wäre ein evangelikaler Christ oder was weiß ich nicht alles. Ich kann mich nur an dem orientieren, was er tut und was ich von ihm sehe. Das hat mich enttäuscht. Und deswegen ist Gott auf die Gemeinden angewiesen. Die Gemeinde, das haben wir schon gesehen, ist die einzige Institution, die Gott kennt. Und das ist ein Ort, an dem er angebetet werden möchte. In dem wir Gott etwas bringen können. Natürlich, weil Gott uns das vorher ins Herz gelegt hat. Wisst ihr, wo in der Bibel das erste Mal das Wort Anbetung vorkommt? In 1. Mose 22, bei Abraham und Isaak. Dann sagt der Abraham zu seinen Knaben, wir werden jetzt dorthin gehen und anbeten. Und was sagt er dann? Und zu euch zurückkehren. Und da meinte er auch seinen Sohn. Wir gehen dorthin, wir gehen anbeten. Und was macht Abraham? Er gibt Gott etwas, was er zuvor von Gott bekommen hat. Das ist Anbetung. Er gibt seinen Sohn und diesen Sohn hat er vorher von Gott empfangen und den gibt er Gott und er hat den Glauben und die Erwartung, dass Gott ihn aus den Toten wieder auferweckt. Dass es nicht dazu gekommen ist, ist eine andere Geschichte, aber das ist so ein schönes Kapitel aus dem Alten Testament, wo Gott uns klar macht, was Anbetung ist. Dass wir Mission auf dem Schirm haben, ich sage mal ganz abfällig, das ist ein Abfallprodukt. Das ist eigentlich normal. Ich meine, du kannst ja gar nicht anders leben in deiner Umgebung, als dass du missionierst, oder? Damit meine ich nicht, dass du immer jeden Tag bei jedem Nachbarn ein Traktat in den Briefkasten schmeißt, aber du hast doch mit denen zu tun. Wir haben doch ganz normale Beziehungen und ich möchte euch sehr einladen, dass ihr unverkrampft über euren Glauben redet. Und dazu müssen wir natürlich erstmal selbst unverkrampft glauben, ja. Aber natürlich ist mein Christsein, das ist ja mein Leben. Wir haben einen Nachbarn, der ist jetzt 70 geworden und der kam dann zu uns, hat als Hausmeister gearbeitet auf dem Reiherhals und eines Tages haben wir zusammen gefrühstückt und ich habe gesagt, wenn du nichts dagegen hast, beten wir erstmal. Ich merkte, wie er irgendwie unsicher wurde. Dann haben wir gedankt, ich habe auch versucht, das Gebet jetzt schon im Rahmen zu halten. Und als ich fertig war, sagt er, Klaus, du bist doch sonst ganz normal. Ich sage, wie meinst du das? Ja, was ist das denn? Du faltest die Hände, du machst die Augen zu und du redest zu jemand, der nicht da ist. Ja, ich sage, okay. Und dann haben wir Gelegenheit gehabt, darüber zu reden. Das heißt, es kann dem anderen ja nicht verborgen bleiben, wer du bist und wie du tickst. Und wir sollen uns nicht überraschen lassen, dass Leute dann sagen, und das ist eigentlich erschütternd, in der Uckermark ist das jedenfalls so, dass dir solche Blüten vor die Flinte laufen, dass die sagen, ich bin jetzt 63 und ich habe noch nie einen Menschen beten gesehen. Er hat es noch nie gesehen. Er war noch nie in der Kirche. Er hat noch nie etwas von Jesus, noch nie. Und ihr denkt vielleicht, ja, wo kommt der Günschel denn her? Ich sage euch, da wo ihr jetzt herkommt, ist das in 20 Jahren auch so. Ihr habt vielleicht noch so ein paar christliche Überreste da im Siegerland rum und so, aber das ist eine Frage der Zeit und dann ist das vorbei. Wir haben bei uns auf dem Reiherhals eine Kanustation und verleihen Kanus. Es kommen also ziemlich viele Ungläubige. Und die laufen über das Gelände und sehen ein Kreuz. Wir haben ein Kreuz aufgestellt. An dem Kreuz kommen Blechschilder dran von allen Jugendlichen, die bei uns getauft wurden. Und dreimal dürft ihr raten, was diese Leute ganz oft zu mir sagen, wenn sie das Kreuz sehen. Jetzt bist du gerade wieder in meinem Schussfeld, Francesco. Was sagen sie zu mir? Ein ungläubiger Uckermärker sieht ein Kreuz. Was sagt er? Wenn sie wenigstens sagen würden, was ist das, wäre ich ja noch beruhigt. Sie sagen zu mir wirklich, ach, Ist das ein Friedhof hier?
Na, ja, könnte man auch sagen. Aber es ist noch schlimmer. Sie sagen, ach, Herr Günschel, Sie machen wohl Indianerfreizeiten? Und dann habe ich die Gelegenheit zu fragen, okay, Sie sehen ein Kreuz und Sie denken an Winnetou. Ich sehe ein Kreuz und ich denke an Jesus. Geht es Ihnen manchmal auch so? Ja, ja, ja. Und dann merkst du, wie plötzlich Windungen durchblutet werden, die noch nie durchblutet waren. Und irgendwann sagen, ja, stimmt, Jesus, Kirche und so. Ja, genau, geht in die richtige Richtung. Ja. Und dann kannst du jetzt irgendwie hoffnungslos zusammensacken und kannst sagen, das wird ja nie was hier. Die denken ja nur an Winnetou, wenn die ein Kreuz sehen. Aber du kannst es auch als eine unglaubliche Chance begreifen, weil das ist Mission unter unerreichten Stämmen. Und du brauchst noch nicht mal ein Sprachstudium zu machen. Kulturstudium ein bisschen. Bei uns ist jetzt einer, der ist angestellt von der deutschen Indianerpioniermission und soll in der Uckermark missionieren. Da dachte ich schon, das ist fast ein bisschen lästerlich. Ja? Und die Leute sind nicht verschlossen. Bitte hört damit auf, dass wir uns ständig mantraartig einreden, der Boden ist hart. Und das ist nicht wahr. Die Leute sind durch Corona und auch jetzt durch den Krieg, die rennen alle rum wie die aufgeschreckten Hühner. Und die wünschen sich ein bisschen Sicherheit und die wissen nicht so, was los ist. Das ist so, wenn die Erde plötzlich wackelt, wie ein Erdbeben. Wart ihr schon mal im Jüdischen Museum in Berlin? Da führt man dich irgendwann in einen dunklen Raum. Das heißt, da ist die Tür offen, dann gehst du da rein mit 10 Leuten. Dieser Raum ist komplett schwarz. Und dann sagt der Mann, haben Sie jetzt bitte keine Angst, ich mache jetzt die Tür zu und ich überlasse Sie Ihren Gefühlen. Und dann machen die Tür zu und dann ist der Raum völlig dunkel. Und dann fängst du an zu laufen und du merkst, irgendwas ist hier komisch und es ist unheimlich. Und das hältst du ungefähr 1 Minute auf und dann machen die Tür wieder auf. Und dann guckst du dir den Raum nochmal an, in dem du gestanden hast und du merkst, dass keine Ebene in diesem Raum gerade ist. Der Fußboden ist schräg, die Wände sind schräg. Dir fehlt komplett der Halt. Du versuchst dich irgendwie zu orientieren und es geht nicht. Und dann sagt der Museumsleiter, so müssen Sie sich die Leute vorstellen, die auf dem Weg waren in die Gaskammer. So ist es, die haben alle alles verloren. Alles, was noch gerade war früher, jeder Halt, alles war schräg, schief. Das hat alle. Und so kommen sich die Leute heute vor. Und wenn du nur zu deinen Nachbarn gehen würdest und würdest sagen, dürfen wir für sie beten, glaube ich, dass niemand sagen würde, nein, das möchte ich nicht. Da sind wir leicht vom Thema abgekommen. Also was ist der erste Zweck, Anbetung oder Mission? Ich will die Frage nicht für oder gegen entscheiden, aber passend zum Thema dieses Wochenende würde ich euch sehr anregen, nochmal darüber nachzudenken, wie empfindet ihr Gemeinde? Seid ihr Konsumenten? Seid ihr die, die meckern? Seid ihr die, die sich über alles aufregen? Oder versteht ihr, dass es uns so geht wie diesem Israeliten in 5. Mose 8, der eben seinen Korb hatte und der immer wieder zu Gott kam und etwas gebracht hat, was er in der Woche gesammelt hatte. Das ist Anbetung. Du liest deine Bibel, du kommst irgendwie an einen Vers und dann freust du dich schon auf Sonntag und dann triffst du dich mit ganz vielen Geschwistern und wenn wir bei biblischen Vorgaben bleiben, dann beteiligen sich die Männer und sie tragen das alles zusammen, was sie die Woche geerntet haben in der Bibel und jeder kippt seinen Korb aus. Das ist einfach Anbetung. Und das würde ich mir wünschen, dass das wieder mehr wahrhaftig ist. Dass wir wirklich Söhne Gottes sind, dass wir wirklich durch den Geist Gottes geleitet sind. Wie soll Gott uns denn in der Gemeinde leiten, wenn wir uns von Montag bis Freitag nicht leiten lassen? Wir können nicht die Leitung des Heiligen Geistes sonntags um 9:30 anknipsen und knipsen sie um 12 wieder aus. Das ist ein Unding. Entweder es ist mein Leben oder es ist nicht mein Leben. Und dazu möchte ich euch wirklich sehr einladen. Wenn wir leben wollen wie Söhne Gottes, geleitet durch den Heiligen Geist, können wir es uns nicht erlauben, dass wir ohne Bibel und ohne Gebet durchs Leben gehen. Es geht einfach nicht. Es ist No-Go. Und vielleicht ist so ein Wochenende wie jetzt, so ein Wochenende, wo ihr sagt, jawohl, ich habe es schleifen lassen. Das ist auch das Zeichen meiner geistlichen Armut. Ein guter Freund von mir sagte, wir sind eigentlich alles geistliche Fruchtzwerge. Und da hat er irgendwie recht. Aber das können wir ändern, indem wir
Und so ein Buch mitnehmen, also ich bin jetzt hier nicht so ein genialer Buchverkäufer wie Wolfram Bühne, aber es gibt nette Bücher wie zum Beispiel Read It und das ist so ein Arbeitsbuch. Ja, du liest ein paar Verse und du musst immer zu diesen Versen drei Fragen beantworten. Und damit kommst du so ein bisschen unter Druck. Mir hat das sehr geholfen. Oder mit jungen Leuten machen wir das zusammen, dass wir ihnen sagen, so kommst du rein in eine Bibellese. Also Anbetung oder Mission. Jetzt noch ganz kurz ein paar Lektionen aus dem Alten Testament. An sich müsste ich den Bruder jetzt hier vorne hinstellen, mit dem Rücken zu euch. Er hat hinten das Bild von der Stiftshütte drauf. Ja, kannst du mal eben kurz aufstehen? Genau. Und da bleib mal stehen. Bist du kitzlig? Nee, wa? Also hier sieht man diesen Rand und das ist klassisch. Ja, der Israelit kommt mit seiner Ziege, er will opfern und er merkt, das Heiligtum, das ist eingerahmt, ja, das ist der Zaun. Es gibt also eine klare Trennung zwischen dem Platz, wo Gott angebetet werden will und der Umgebung. Natürlich war das damals die Wüste, aber Gott hat gesagt, da gibt es einen Zaun, du musst durch den Hof gehen. Dann kommst du am Waschbecken vorbei und das ist eine Frage der Heiligung. Und dann kommst du schon an den Brandopferaltar und das ist genau das Teil, wo Gott sagt, da möchte ich angebetet werden. Und dann gehst du ins Heiligtum, neutestamentlich, muss der Strich weg, ist also ein alttestamentliches T-Shirt. Da kannst du durchgehen bis ins Heiligtum und da ist die Stiftshütte und da ist der Wohnort Gottes. Und bevor der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist, war dort alles dunkel und als er gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen. Und zwar in welche Richtung? Alle Schriftgelehrten? Von oben nach unten. Hervorragend. Es ist Gottes Werk. Wir können jedes Detail angucken, wie wir wollen. Und plötzlich bist du da, wo du hin willst, ja? Und auf dem Weg ins Heiligtum im Alten Testament lernst du so viele Dinge über Gemeinde. Das kann ich jetzt nur mal anreißen. Aber bitte, Freunde, stürzt euch aufs Alte Testament. Das ist ein bisschen staubbeladen, aber ich bin so fasziniert von den 5 Büchern Mose, dass ich am liebsten jetzt gleich ein paar Wochen mit euch weitermachen würde. Also setzen, danke. Und jetzt kommen noch ein paar praktische Hinweise, so viel Freiheit wie möglich, so wenig Reglement wie nötig. Vielleicht können wir 1. Korinther 14, das ist ja das einzige Kapitel, wo wir so ein paar Hinweise finden für Gemeindeleben, mal kurz lesen. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Versammlungen der Heiligen. Ich hoffe, ihr entdeckt, wenn ihr die Bibel lest, ab und zu mal Verse mit Widerhaken, nenne ich die immer. Du liest einen Vers und du denkst, ach, da hat Gott mir wieder so eine Falle gebaut. Ja, man, jeder würde ja weiterlesen, Gott ist nicht ein Unordnung, sondern Arthur, der Ordnung. Bist du nicht Arthur? Rot? Roter Pullover? Ja. Ja, okay. Du bist Arthur. Ja. Hervorragend. Aber Gott sagt ja, ich bin nicht ein Gott der Unordnung, das gibt es wirklich nicht. Es kann nicht jeder schreien, nicht jeder Hände hochreißen, gibt es keine ordentlichen Angaben in der Bibel, oder? Es gibt sogar so Hände aufheben, ja. Also gut, Hände runter, wer einen Kaffee will, keine Ahnung. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, aber er ist ein Gott des Friedens. Und daran merken wir auch, dass irgendwie Gott andere Prinzipien hat. Und wir Deutsche sind ja sehr ordnungsversessen. Schon von unserem Naturell her. Also wenn wir mal eine Weile in Papua-Neuguinea gelebt hätten, dann hätten wir keine Frage, wie führe ich eine Versammlungsstunde durch. Paulus hatte auch keine zeitlichen Beschränkungen. Da konnten schon mal Leute aus dem Fenster fallen. Also es gab ziemlich viel Freiheit. Er verzog das Wort bis Mitternacht. Ich habe es noch nie erlebt. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Versammlungen der Heiligen. Gemeinde kennt keinen Klerikalismus. Das ist für mich unbegreiflich, dass wir in 80% aller deutschen Gemeinden klerikale Züge wiederfinden. Und ich wehre mich vehement auch gegen Ausbildungsstätten, die das große Ziel haben, dass wir Strukturen in eine Gemeinde hineinbringen müssen. Liebe Freunde, die einzige Struktur, die wir brauchen, ist, dass Gott in der Mitte ist und dass wir möglichst weit am Rand sind. Das ist eine Struktur, die wir brauchen. Wir brauchen einen ganz tiefen Eindruck von der Größe und von der Heiligkeit Gottes. Und dann können wir so viele andere Fragen an den Rand stellen. Das werde ich noch vertiefen, die Frage des Klerikalismus, in einem der nächsten Vorträge. Periphere Aktivitäten müssen die Gemeinde im Blick haben. Das finde ich ganz wichtig.
Und das haben wir uns fest vorgenommen in Rezzo. Wir sind jetzt so um die 50 Geschwister. Aber wir haben ziemlich viele Gäste. Kurioserweise seit Corona kommen Leute von außerhalb dazu und das ist nett. Und wir sagen immer wieder, es gibt Frauenkreise, es gibt, erstaunlicherweise haben wir gar keinen Männerkreis, oder? Die Männer schlafen wieder. Nein, also es gibt Kinderkreise, es gibt Krabbelkreise, es gibt Kreise für die, denen es nicht krabbelt. Also es gibt alles Mögliche. Es soll nicht zwischengerufen werden. Und dann, es hat mich aus dem Konzept gebracht. Und da muss klar sein, dass die ganzen Aktivitäten, die stattfinden, das Ziel haben, die Gemeinde zu stärken. Also es kann nicht sein, dass du in drei Kreisen in der Woche aktiv bist, aber zur Gebetsstunde der Gemeinde bist du unsichtbar. Das geht nicht. Und die Gebetsstunde einer Gemeinde, die ich wichtig finde, weil sie ja auch in Apostelgeschichte 2, Vers 42 zumindest angedeutet wird, ist der Gradmesser für die Lebensqualität einer Gemeinde. Und ich fand das so beeindruckend, als 2020 ging das los mit Corona, ja? Und dann gab es das erste Mal ein Verbot, dass wir uns nicht versammeln durften. Wisst ihr, was bei uns passiert ist? Wir haben drei Häuser weiter ein kleines Altenheim und das wird geleitet von der Ortsvorsteherin unseres Dorfes. Und sie kommt zu uns in das Büro, wo sie weiß, dass da drei Brüder zusammen auch arbeiten. Und plötzlich steht sie da, die ist ein bisschen burschikos, und sagt sie, ich habe jetzt gelesen, dass ihr euch nicht mehr versammeln dürft. Und ich sage euch, ihr müsst euch versammeln. Macht bitte weiter, wir können uns das nicht leisten, dass ihr hier aufhört zu beten für unser Dorf. Das ist eine ungläubige Frau. Und ich sage, das ist doch Hammer, oder? Als wir nach Rezzo gezogen sind, war sie verheiratet mit einem Buddhisten. Und er hat mich angerufen und er hat gesagt, ich werde nicht eher ruhen, bis Sie hier wieder weg sind. Und nach zwei Jahren hat er sich an seinem Treppengeländer aufgehängt. Eine Tragik ohne Ende. Zurück blieb diese Frau. Und plötzlich entwickelt die Frau eine gewisse Affinität zu uns als Gemeinde. Sie kommt schon mal an und sagt, ich habe hier einen alten Mann, der kann nicht sterben. Könnt ihr für den beten? Und da haben wir ihr gesagt, ja, wir wären ja wahnsinnig, wenn wir für den beten sollen. Wofür sollen wir denn beten? Sollen wir beten, dass der stirbt? Wissen Sie, was da mit dem Mann passiert? Naja, sagt sie, die erste Frage bringt immer eine zweite Frage. Ja, ich sage, sehr intelligent. Die erste Frage bringt immer eine zweite Frage. Also überlegen Sie sich, wofür wir beten sollen. Und dann beten wir. Und das fand sie irgendwie cool, dass wir nicht so fromm daher geschwätzt haben, sondern dass man mit uns darüber reden konnte. Aber dass sie sagt, ich nehme das als Bürgermeisterin auf meine Kappe, dass ihr euch hier weiter versammelt, das war der Hammer. Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben es nicht getan. Warum haben wir es nicht getan? Weil wir den Eindruck hatten als Gemeinde, das gibt einen Shitstorm im ganzen Dorf. Und wir wollen die Leute im Dorf wirklich erreichen. Und im Moment wäre das das falsche Signal gewesen. Das könnt ihr mich jetzt versteinigen oder auch nicht. Aber vielleicht denkt ihr, okay, was haben sie denn wirklich gemacht? Gemeinde ist ein Ort der Anbetung und der geistlichen Nahrungsaufnahme. Also in meiner Geschichte kann ich sagen, dass ich die meisten geistlichen Impulse ich wirklich in Predigten bekommen habe. Ich meine, es ist immer noch etwas Besonderes, wenn du in der Gemeinde sitzt und Gott redet und du bist irgendwie offen für sein Reden. Natürlich liest man seine Bibel, man hat viele Gespräche, alles Mögliche, aber ich glaube, dass ein Ort, wo Gottes Volk zusammenkommt und wo Gott sein Wort erlässt. Ich denke immer an Nehemia 8, 9, 10, ihr wisst schon, wo da der Esra auf seinem Holzgerüst steht. Und das ist ja ein herrliches alttestamentliches Vorbild, wie man predigen sollte. Ja? Ist euch mal aufgefallen in Nehemia 8, vielleicht können wir das mal ganz kurz aufschlagen. Nehemia 8, Vers 8, er las darin vor dem Platz, der vor dem Wassertor liegt. Ja, das Wassertor in der Bibel, immer ein Zeichen von der Bibel. Ja, Wasser, Bibel. Vom lichten Morgen bis zum Mittag in Gegenwart der Männer und der Frauen und derer, die Verständnis hatten. Das ist so klassische Gemeinde, ja, Männer, Frauen, Kinder. Wie wichtig Kinder in der Gemeinde sind, dazu werde ich noch später etwas sagen.
Und dann steht da, und neben ihm standen, und dann werden 6 Leute erwähnt, oder 5 Leute, Matthias, 6 Leute zu seiner Rechten, und 7 zu seiner Linken. Also ich will da nicht zu viel reinlegen, aber es ist doch voll gut, wenn du mal predigen solltest in der Gemeinde, dass du dir immer im Klaren machst, du brauchst Leute, die rechts von dir stehen, und du brauchst Leute, die links vor dir stehen. Weil wir haben ja immer schon mal die Gefahr, dass wir entweder nach links oder nach rechts abweichen. Und Mose sagt das mal in 5. Mose 4, Vers 2, wenn ihr das Wort redet, ihr sollt weder zur Rechten noch zur Linken abweichen. Und das bedeutet, neutestamentlich übersetzt, zur Rechten ab, also ich will jetzt nicht diese Klischees bedienen, wir können zu dem Wort Gottes etwas hinzufügen oder wir können von dem Wort Gottes etwas wegnehmen. Und ich habe den Eindruck, dass in der Kirchengeschichte oft immer beides passiert ist. Oft beginnt eine Bewegung damit, dass man etwas hinzufügt und dann schlägt das Pendel um und dann nimmt man etwas weg vom Wort Gottes. Aber interessant ist doch, dass unsere Gefahr oftmals, dass die erste Gefahr ist, dass wir etwas hinzufügen. Wie viele Gruppen und Richtungen und am Ende Sekten sind entstanden, indem man zur Bibel etwas hinzugefügt hat. Und der Esra, der hat jetzt gepredigt und er wusste genau, da beäugen mich 6 Leute zu meiner Rechten und 7 zu meiner Linken. Die passen auf, was ich sage. Und deswegen ist es auch sehr gut, wenn man predigt und man sagt etwas Falsches, dass man hinterher demjenigen auch hilft und ihm sagt, du, da ist dir was rausgerutscht, das war einfach nicht in Ordnung. Und wohl uns, wenn wir offen sind für eine gute Kritik. Es steht so in der Bibel. Brüder, lasst 2 oder 3 reden, die übrigen lasst urteilen. Und wie schwer tun wir uns oft damit, auch mal ein Urteil anzunehmen. Predigt, wir predigen das Wort und wir schauen vorher, wer von uns sitzt. Also das ist natürlich klar, dass es keinen Sinn macht, dass wir hier ständig irgendwelche Geschichten erzählen. Ich wäre irgendwie kurioserweise jetzt im Moment ziemlich viel von russlanddeutschen Gemeinden eingeladen und immer muss ich mich über Ehe und Familie äußern. Also es ist ein schönes Thema, aber manchmal würde ich mir auch was anderes wünschen. Früher, wenn ich solche Vorträge halten musste, dann meinten schon mal meine Kinder zu mir, Papa, du gehst im Moment wieder so nett mit Mama um, hast du am Wochenende wieder Vorträge? Da reißt man sich ja als Mann immer mal kurzzeitig zusammen. Aber wenn ich dann da hinkomme und die sagen, ja Klaus, mach's ruhig ein bisschen praktisch, erzähl auch von deiner Ehe. Und dann sage ich immer, ich werde mich hüten. Also es gibt sicherlich nette Sachen aus meiner Ehe zu erzählen, aber das hilft euch überhaupt nicht weiter. Natürlich möchte man authentisch sein und auch offen sein für Fragen. Aber wenn wir in der Gemeinde sind und wenn wir predigen, dann predigen wir das Wort. Und ich halte es für eine gute Angewohnheit, wenn man predigt, mal für alle Brüder hier, beginnt mit dem Wort. Beginnt mit dem Wort. Ihr müsst nicht alle Theo Lehmann nachmachen, der immer mit dem Witz begonnen hat. Das war sein Naturell und er war doch originell und Gott hat ihn als Werkzeug gebraucht, überhaupt keine Frage. Aber ich fühle mich wohler, wenn ich in einer Gemeinde sitze und ich merke, da wird das Wort geredet. Predigt das Wort. Und das Zweite ist, dass es ganz wichtig ist, dass wir schauen, wer sitzt da. Also im Moment ist es ja hier keine Gemeinde. Und ich weiß ungefähr, was euch hier treibt und warum ihr hier seid. Ich war mal vor ein paar Jahren, kann Arthur ja mal kurz rausgehen, war ich in Herford und da war ich das erste Mal in einer Gemeinde mit mehr als 800 Leuten. Da kriegst du irgendwie leichte Beklemmungen. Und als ich dann schließlich da vorne stand und dachte, also entweder der Herr kommt jetzt sofort oder ich muss dir wirklich noch predigen, mache ich zu meinem Glück die Augen auf und ich schaue und vor mir sitzen 200 Kinder. 200 Kinder. Die hat man immer in den Gottesdienst mitgeschleift. Und manche Gesichter sahen auch so aus wie, na, pff, wir müssen halt hier sitzen. Es dauert jetzt eine Stunde und dann können wir wieder raus. Und da habe ich gedacht, das geht doch eigentlich nicht, dass jetzt hier 200 Kinder sitzen und du sagst nichts für die Kinder. Dann habe ich eine Kindergeschichte erzählt. Und plötzlich merkte ich, wie dieser ganze Haufen anfing zu leben. Ja, die Köpfe kamen nach oben, einige saßen ganz vorne, der eine sprang auch mal hoch und die einen gaben Antworten und da habe ich die mal ein bisschen drangenommen und so. Es wurde etwas lebendiger. Und hinterher kam dann der Gemeinde irgendwie Leiter und sagte, ja Klaus, war schon alles nett mit dir so, aber das ist bei uns nicht üblich mit den Kindern und so. Mach das mal nicht.
Ich sage, da möchte ich mich von euch verabschieden. Ich sage, das ist doch ein Unding. Ich sage, das ist auch eine Frechheit. Ihr schleift die Kinder in die Gemeinde. Eigentlich wollen sie da nicht hin. Oder das wagen sie natürlich nicht zu sagen. Und sie sitzen da und sie müssen sich eine Stunde etwas anhören, was sie nicht verstehen, was nichts mit ihnen zu tun hat. Und sie wissen ganz genau, sie sind hier eigentlich falsch. Ich sage, das ist eine Frechheit. Und das würde Gott nie tun. Wenn Gott, der Herr Jesus auf der Erde mit Kindern zusammen war, hat er sie auf den Arm genommen. Und die waren dreckig. Und denen lief die Nase. Was weiß ich, wie die ausgesehen haben. In Matthäus 18, wo er da ein Kind herzuruft und stellt das Kind in die Mitte. Das kam nicht frisch von C&A oder wie hießen die anderen Markenklamotten? Was ist jetzt so in? Zalando oder? Keine Ahnung, About You. Oder die kamen nicht frisch aus dem Solarium. Die sahen aus, verrotzt, verdreckt. Und dann nimmt er so ein Kind und stellt es in die Mitte und er sagt, Freunde, die Kinder sind wichtig. Und ich finde das so wichtig, dass wir die Kinder ernst nehmen in der Gemeinde. Und immer wenn ich in eine Gemeinde komme und ich sehe da Kinder sitzen, dann versuche ich, irgendwie so zu reden, dass die mich verstehen können. Und vielleicht fällt auch mal eine Geschichte für sie ab. Das ist doch ein Zeichen von Respekt. Also wie denken wir eigentlich über Kinder? Sind uns Kinder eigentlich wichtig? Oder haben wir uns das Denken der Welt angewöhnt, dass Kinder eigentlich störend sind? Sie machen Lärm. Also Gott behüte uns. Und deswegen schau auf, wer vor dir sitzt. Vor einigen Wochen war ich in Blomberg, Thema Ehe und Familie. Und direkt da, wo du sitzt, sitzt eine richtig alte Frau. Also alte Frauen sind bei mir schon über 40, also. Entschuldigung. Nein, sie hat mir hinterher gesagt, 84. Aber gut gepflegt, saß da. Und dann dachte ich, was machst du hier eigentlich? Du erzählst da irgendwas über Ehe. Das ist doch für die alles Kaffee von gestern, ja? Und nachdem alles vorbei war, kam sie zu mir und sagte, Bruder, wenn ich solche Vorträge vor 60 Jahren gehört hätte, dann wäre bei mir manches besser gelaufen. Und sagt, wir haben nie darüber geredet, nie. Aber sie war die ganze Zeit hellwach. Und es war irgendwie schön für mich, sie anzusehen. Es ist ja ganz entscheidend, wie eure Gesichter aussehen, wenn man hier vorne predigt. Ja? Also hören die zu? Kriegen die irgendwas mit? Verstehen die, was ich von ihnen will? Und das finde ich wichtig. Man schaut auf und man guckt, wer sitzt denn eigentlich vor mir? Sind es mehr junge Leute? Sind es mehr ältere Leute? Brüder und Schwestern haben unterschiedliche Aufgabenbereiche. Das brauche ich hier kaum vertiefen. Wir haben vorhin in der Gebetsrunde das Wort Frauenfrage gebraucht. Das ist so eine Verklausulierung, dass die Schrift sagt, dass die Schwestern schweigen sollen in der Gemeinde. Aber ich glaube, wir haben im Moment manchmal weniger eine Frauenfrage als eine Männerfrage. Also wenn die einen schweigen sollen, müssen die anderen reden. Und manchmal treffe ich so viele Männer, die eigentlich Frauen sind. Wir haben so ein geistliches Gender-Problem, dass sie eben nicht reden, dass sie schweigen, dass sie kaputt sind, dass sie keine Lust haben, dass sie auch nicht wissen, was sie reden sollen. Und da wünsche ich mir manchmal, dass die Männer alle aufwachen und reden und sich beteiligen und einen Gottesdienst auch reich machen.